Yo, seid ihr herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Shindy Nautilus, produced by Nico, Chiara, Shindy und OZ. Friends with Money. Ganz kurz, Leute. Wisst ihr, warum das Label Friends with Money heißt? Also hat das irgendwie so, ich weiß, dass sie zu dritt sind, so, aber hat das an sich eine Bedeutung oder einfach so Friends with Money? Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber jetzt, Leute, die Reaction zu Shindy, endlich wieder was von ihm zu hören. So. Bolle Jolea! Junge, was war das für ein Intro? Man dachte, Bollywood kommt jetzt, ich schwöre. Okay, aber ich weiß, jetzt kommt die Reaction. Sorry für diese Scheiße gerade. Aber ich dachte mir gerade so, erinnert voll gerade an diese Bollywood-Filme. Ach, halt einfach dein Maul, Leute, jetzt. Aber. Tschüss, der Beat ist gerade mal, also der Beat hört sich schon mal geil an, muss ich sagen, erinnert mich gerade an irgendwas, ich komme gerade nicht drauf, aber wir hören uns jetzt diesen Beat an. Ich muss sagen, die Songs, die von Shindy draußen waren, ich fand da alle Beats waren wirklich richtig stark, aber das hört sich auch nochmal andere Liga an. In the club, im Pelz so wie Puff, R&B Thug und Popstars sind in love. Ey, ich weiß nicht warum, Leute, ich weiß einfach nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das an 50 Cent. Keine Ahnung, dieses eine Lied von ihm, es erinnert mich einfach daran. So, auch wenn jetzt einige schreiben, nein, macht gar keinen Sinn und so, aber hat mich gerade daran erinnert. Und diese Club und so, Shindy, Junge. Guinea Jeeps, Santorini Grease, mach aus ein paar deutschen Rap-Legenden Mini-Mies. Juice Cover abgesagt, weil ich bin ein Star und sitze nicht in Jurys rum für ein paar 100k. Louis V, Virgil, Pulli 4 Mille, für mich schließen die den Laden. Ich sitze nicht in Jurys rum für ein paar 100k. Also, an wen könnte das gemein sein? Ich weiß jetzt nicht, wen er mit diesem das meint. So, ich überlege gerade, meinte der SDS damit höchstwahrscheinlich so. Wer war alles schon mal in der Jury? Wenn wir mal auf Afalterbach gehen, ne? Wer hat den einen Part da gesungen? Man weiß es nicht, Leute, man weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, an wen diese Line ging. Und die Spinner träumt von einer flachen Welt. Es geht eins für das Money, zwei für die Show. Und alle Wichser werden Paparazzi. Boah, Junge, Alter, sogar Autotune hat man hier jetzt noch gehört. Ey, der Song, Leute, anders krass. Der Song kam gerade vor 3 Minuten oder so raus, oder 3 Minuten, 4 Minuten kam der Song raus, und er hat jetzt, glaube ich, einfach schon 80.000 Aufrufe. Das ist wirklich krass. Also, das ist heftig. Heftig, 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 so. Zwei für die Show und alle Wichser werden Paparazzi. Ich bin up in Smoke. R&B Thug mit dem Player Dog. R&B, ich meine, diese Hook. Diese Hook gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Von den Songs, Leute, schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein. Von Afalterbach, von Dodi, von Road to Gold, von dem Song hier. Was ist euer Lieblingssong? Ich finde an sich, die Beats, die rausgehauen haben, waren auch geil. Auch bei Road to Gold hat mir das Sample von Whitney Houston richtig gefallen. Und ich finde, Road to Gold, ja, war das mein Favorite? Ich glaube schon, Alter. Ich habe den Song wirklich sehr, sehr oft gehört. Der Throw-Attitüde, kill mich, wenn ich lüge. Viertel Mio Benzo, verletzt deine Gefühle. Shadow Blue Frost Fox in der Garderobe. Neben der Pistole steht ne Jesus-Ikone. Baguette schlüpft Diamanten an den Uhren aus der Schweiz. Jeder Wichser hat... Boah, ey, Junge, Alter, wie das gemacht ist, wie das gemacht ist. Das ist so eine Schiene, Deutschrap-Schiene, die richtig selten ist. So, Shindy geht irgendwie so einen Weg. Er geht nicht diese Mainstream-Richtung, die gerade jeder macht.
Er macht komplett was anderes. Er macht gerade komplett was anderes, was mir richtig gut gefällt. Und Nico, Chiara, Shindy und OZ haben wirklich dieses... Ich weiß nicht, ob das ein Sample von irgendwoher ist oder ob die das jetzt selber gemacht haben. Erinnert mich an 50 Cent gerade, dieses... Aber ihr kennt das doch, sein dieses richtig bekannte Lied von dem, Alter. Irgendwas mit Club oder so, keine Ahnung. Meinung zu dir ist der Preis, ich erzähl nicht mal die Hälfte, zeig nicht mal ein Viertel. Du drehst 4 Clips wegen deinem neuen Gürtel. Frag mich nicht nach Feature, außer du bist Peter Fox. 50.000 Einheiten sind für mich ein Flop, 100 für jeden Kellner. Junge, ich weiß nicht, an wen die Line mit diesem Gürtel ging. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr es ja, aber auch frag mich nicht nach einem Feature, außer du bist Peter Fox. Junge, Peter Fox, ich kenne nur Haus am See, Alter. Okay, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist das schon ein stabiles Video und auch ein stabiler Track, nur das Video erinnert einfach zu sehr an der Falterbach. Ich finde, er hätte da komplett mal was anderes machen können, so, weil er erinnert zu stark, finde ich, an der Falterbach. Einfach als Belohnung, mein Barber kostet mich im Monat mehr als deine Wohnung. Tupac, Kid Em Up, Rap von oben herab, so wie 50 Cent im Clip zu in the Club, alles was ich da mal... Das, genau das meinte ich. Ich schwöre euch, Leute, ich höre es zum ersten Mal. Genau das meinte ich mit diesem 50 Cent. So diese Richtung so. Einige werden eh locker sagen nein oder so, aber genau das meinte ich. Dieses Club von 50 Cent oder so, keine Ahnung. Aber erinnert halt an diese alte, ganz altes Deutschrap, Rap, Hip-Hop, sage ich jetzt mal. Erinnert halt daran, finde ich, der Song. Aber ist halt stabil. Ist halt stabil. Er geht so mehr diese Richtung, die früher so richtig in war, auch bei Falterbach und so. Damals wollte einmal Star und zurück. War's Pech, war's Glück. Ich hab jeden Glück. Eins für das Money, zwei für die Show. Und alle Wichser werden Paparazzi. Ich bin up in Smoke. R&B Talk mit dem Player. Ich find diesen Gesang in der Hook gefällt mir ganz gut. Ich finde es auch richtig gut, dass hier nicht so richtig viel übertrieben Autotune ist. Auch kurz dieses. Da, 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 das passt. Dieses leichte Autotune auf seiner Stimme, finde ich, passt. Aber extremes Autotune hätte hier jetzt, finde ich, überhaupt nicht reingepasst. Überhaupt nicht so. Auch halt diese Stelle, ne? Es geht, wo der Beat nochmal so kommt. Da gefällt mir der Beat, diese Stelle gefällt mir auch nochmal richtig gut. Und alle Wichser werden Paparazzi. Okay, ich glaube, wir sind jetzt durch mit dem Song, aber hier kommt irgendwas noch. Also, wir haben hier, warte. Hey. Hallo. Okay, hey. Okay. Hey. Okay, ich find's gut, dass er hier so ein Intro reingepackt hat. Das Intro war schon episch, muss man sagen. War schon episch. Hat ein bisschen an Bollywood erinnert, so. Und hier kommt jetzt das Outro, okay. Also im Großen und Ganzen, ganz kurz, wenn nochmal gehe ich auf den Song ein. Der Song hat mir richtig gut gefallen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Schreibt mir mal bitte von 1 bis die Songs, die jetzt draußen sind. 1 ist das Beste und 2 das Zweitbeste, 3 das Drittbeste, 4 das Viertbeste. So von den Songs, die jetzt draußen sind von Shindy. Hm. Kannst mal dein Auto wegfahren, ich will hier durch. Ja, ich fahr ja schon weg, Mann. Ich fick doch mein Leben, Alter. Jedes Mal so ein Drama wegen allem, Mann. Okay. Also so nach dem Motto, das ist alles nur ein Traum. Er hat nicht so ein krasses Leben, wie er da gesagt hat und so. Und ist geil gemacht. Ich finde, das Ende ist geil gemacht. Ist auch lustig geworden. Ist auch. Okay. Geil. Ey, dieser Beat hat was, so ein, ich finde, so einen orientalischen Touch und das gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, warum, aber der Beat, ne? Der Beat hat gekillt. Ich finde, der Beat hat das Lied richtig gekillt, aber positiv meine ich. Leute, im Großen und Ganzen hat mir der Song gefallen. Ich muss sagen, für mich, ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, aber ich finde, von den Songs, die draußen sind, Road to Goat war für mich der beste Song. Dann, finde ich, kommt, ja, ich weiß nicht, Falterbach, Doti fand ich auch noch. Und dann würde ich sogar dann das hier sagen. Und dann
erst Afaltabach. Schreibt mal gerne eure Reihenfolge in die Kommentare, Leute. Das war meine Reaction zu Shindy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr sagt, dann einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, um in Zukunft auch keine Videos mehr von mir zu verpassen. Aktiviere die Glocke, dann wirst du benachrichtigt. Instagram heißt ich memetk_122. Könnt ihr gerne abchecken. Macht's gut, Leute. Haut rein, ne? Ciao.